Willkommen zum Wiener Walzer. Da vermutet man ja leicht, es sei ein angenehmer, gelöster Tanz, ganz entspannt. Vermutet man aber falsch, denn da geht richtig die Post ab. 60 Takte in der Minute mit Rechts- und Linksdrehungen und bei 3 Schritten pro Takt, das ergibt 180 Schritte in der Minute. Und das wiederum ist ziemlich anstrengend. Und so wunderbar kann das Ganze dann aber aussehen. Sascha und Natascha Karwei sind auf dem Weg ganz nach oben. Zum ersten Mal kamen sie jetzt bei den United Kingdom Open, bei den offenen englischen Meisterschaften, bis ins Finale, belegten dort Platz 6. Und beim renommiertesten Tanzturnier der Welt in Blackpool Ende Mai wollen sie dieses Bravourstück möglichst wiederholen. Die Geschwister aus Bad Homburg stellen ein großes, elegantes Paar dar, das den traditionellen Stil verkörpert. Und sie fühlen sich in allen 5 Tänzen gleich stark. Ich bitte um die Wertung. Couple Nummer 12. Fünfter, sechster, vierter. Vierter, fünfter. Oh je, für die Karabais gibt es eine ganz bunte Mischung. 4x4, 3x5, 2x6 und 1x7. Da waren sich die Wertungsrichter doch recht uneins, was die Beurteilung des deutschen Meisters angeht. Den Wiener Walzer gewannen erneut Gozzoli, Betty Forsoa, Alessera Soli auf dem 3. Platz Eriksson Eihild.